Selbstdisziplin und Selbstmotivation und Ziele. Das steht irgendwie so zueinander. Und wenn du dir ein bestimmtes Ziel im Leben gesetzt hast, das möchtest du erreichen, dann gehst du die Schritte. Also ich male eigentlich immer, um Sachen irgendwie auszublenden, zu vergessen. Und das klappt eigentlich meistens auch ganz gut. Ich habe mir da echt viele Gedanken drüber gemacht wegen meinem Lebenslauf, weil der einfach nicht gut aussieht. Ich war einfach irgendwie mega verplant und habe einfach Sachen angefangen, ohne mir gescheit zu überlegen, ob es das Richtige ist. Dann habe ich natürlich immer wieder abgebrochen, was den Leuten um mich herum gezeigt hat, dass ich irgendwie nichts durchziehen kann. Ja, das zieht mich auch ein bisschen runter, aber ich versuche mich da jetzt nicht so reinzusteigern. Ja, und sonst geht mir durch den Kopf, wie das jetzt weiterläuft mit den ganzen Praktikas, weil da bin ich halt immer noch am Suchen und weiß da immer noch nicht genau, was für eine Ausbildung ich anfangen werde. Das steht alles noch ziemlich offen. Wieder wichtig, sich so zu bestimmten Zeitpunkten im Leben einfach zu fragen, was ich mache, passt das zu mir oder möchte ich was anderes machen, weil es besser zu mir passen würde. Und eine Veränderung bedeutet immer Mut. Also ich finde, es ist viel, viel leichter, einen vorgezeichneten Weg, ich sag mal, einfach weiterzugehen oder eingeschlagene Pfade auch wieder zu verlassen. Und deswegen hatte ich mich auch für das Engagement bei den Joblingen interessiert. Wie cool ist es, wenn man bei einem Menschen irgendwie vielleicht einen Unterschied machen kann? Ja, also ich habe mich damals von der Sozialpflegeschule abgemeldet. Und das war meine dritte Ausbildung. Und bin dann eben zum Jobcenter gegangen. Und da wurde mir gesagt, nee, eine Ausbildung wird schwer, erst im September. Aber in der Zeit könntest du auf jeden Fall Joblinge machen. Genau deswegen habe ich mich dann für Joblinge entschieden. Als dann das Matching war, habe ich mir eben jeden genau angeschaut und hätte niemals erwartet, dass ich jetzt die Frau Lang bekomme als Mentorin. War dann aber so. Und ja, ich bin sehr froh, dass sie meine Mentorin ist. Wir haben uns im Museum für das Bild hier entschieden, mit dem Namen AIDS, Jeep und Bicycle. Das Bild wurde von Andy Warhol gemalt im Jahr 1985. Das Bild hat uns auf jeden Fall sofort angesprochen wegen der Größe. Das Bild ist riesig, die Farben sind super, ist sehr hell alles. Auch die Themen, mit denen sich das Bild auseinandersetzt, das wäre einmal AIDS und einmal New York. Und mit den zwei Begriffen haben wir uns auch in unserer Bildcollage und in der Tonschleife beschäftigt. Mit Empathie auf den Menschen zugehen und seine Position einzunehmen, das war für mich sehr, sehr lehrreich im Hinblick darauf, wie schwierig das ist und wie schwierig das sein kann und wie gut es gleichzeitig aber dann gelingt, wenn der andere einem gegenüber offen ist. Sie haben ein erfolgreiches Joblinge-Programm beendet und kriegen eine Möglichkeit, Ausbildungsbegleitung von uns zu bekommen. Und Sie haben jetzt Lara fast 6 Monate begleitet. Haben Sie eine Veränderung und wenn doch, was für eine Veränderung bei Lara festgestellt? Ich finde es eine starke und positive Entwicklung. Also so von dem, wie du gestartet bist und auch wie du mit schwierigen Situationen umgegangen bist und da einfach deinen Weg dann auch gegangen bist. Und ich glaube auch, weil du wusstest, was du erreichen möchtest und was dein Ziel ist. Und ich habe eigentlich auch gesehen, dass viele Stärken von dir, die du in dir hast, dann zum Tragen gekommen sind. Also gerade in den Momenten, wo wieder neue Wege sich aufgetan haben oder Schwierigkeiten entstanden sind, dass du dann aber dich auf deine Stärken, die du hast, auch wieder berufen hast und gesagt hast, nee, ich gehe jetzt die Richtung. Das fand ich sehr beeindruckend und freut mich sehr. Es war dann sehr cool, als sie sich bei mir gemeldet haben, weil ich wusste, dass es noch 2 andere gibt, die da auch Interesse dran hatten. Und wenn ich dann diejenige bin,
die Stelle auch bekommt. Das hat sich schon sehr gut angefühlt. Das ist eigentlich eins der krassesten Erfolgserlebnisse in der letzten Zeit. Da gab es nicht viele. Deswegen ist es echt nach einer langen Zeit Erfolg und fühlt sich richtig gut an. Und gibt mir auch das Gefühl, okay, wenn du jetzt diese Stelle bekommen hast, dann kannst du das auch durchziehen, dann schaffst du die 3 Jahre auch.